Heute kommt mal wieder der Mixer zum Einsatz, mein Standmixer. Ich werde mir einen leckeren Antipasti-Aufstrich machen, während auf dem Herd gerade meine Kichererbsen köcheln für den Hummus. Ja, und dieser Antipasti-Aufstrich ist wirklich einfach herzustellen. Ich nehme da jetzt einfach eine Zwiebel, die ich schäle. So. Ein bisschen grob klein schneiden, ab in den Mixer. Dann nehme ich was von meiner selbstgemachten Antipasti. Das verlinke ich euch auch mal, das Rezept. In dem Video mache ich das nur mit den Auberginen, aber das funktioniert mit dem anderen Gemüse ganz genauso. Natürlich kann man auch jetzt fertig gekaufte nehmen, aber ich mag dann noch die selbstgemachte lieber. So. Die Menge einfach nach Gefühl. Ich nehme jetzt mal hier so ein halbes Glas von meiner Antipasti. Da kommen dann noch ein paar Cashews dazu. Werde ich jetzt mal ein bisschen schon mal vorhacken, da mein Standmixer ja, kein Turbo-Hochleistungsmixer ist und ich aktuell auch noch keinen zerkleinerer zu Hause habe. Dann kommt da jetzt noch ein Schuss Rapsöl dazu. Ich lasse es mal nebendran stehen, falls man noch mehr braucht. Ich gebe auch einen kleinen Schuss Granatapfelessig hinzu. Also da kann man auch jeden anderen Obstessig nehmen oder man kann ihn auch weglassen. Ich finde, der hat ja so einen sehr, sehr schönen Geschmack. Da braucht man aber immer wirklich nur einen ganz kleinen Schuss, weil er sehr intensiv ist. Den habe ich irgendwann mal geschenkt bekommen. Hält sich ja ewig, so ein Essig. Und dann noch ein bisschen Balsamico dazu. So, da habe ich den Alnatura Balsamico. Salzen. Pfeffern. Ja, und dann jetzt erstmal den Deckel drauf und schauen, was passiert. Das Ergebnis ist dieser nicht nur lecker riechende und aussehende Aufstrich, sondern der schmeckt auch richtig lecker. Ich esse ihn meistens halt auf Brötchen oder Brot, aber auch hier würde ich sagen, dass man den super irgendwie zu Kartoffeln oder auch als Nudelpesto nehmen kann. Ja, viel Spaß beim Nachmachen und lasst euch schmecken.